Digging Deeper, wir sind back again, liebe Menschen und Menschen. Mein Name ist Proton und ich habe einen Gast am Start. Stell dich mal kurz vor. Mein Name ist Rosbach, man kennt mich von deutschem Battle-Rap. Nein, Spaß. BRB, Don't Let's Label, ABO, Battle-Rap Ultra, Gesten, ganz und Gang, du bist Bescheid. Po, po, po. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist, Alter. Eine Ehre, dankeschön. Ich glaube, die Leute, die uns bei den letzten 5, 6, 7, 8 oder 9 Battles vor der Tür oder auf dem Klo erwischt haben, wissen, warum ich ausgerechnet dich jetzt mal hier am Sitzen habe. Und zwar, wir haben uns viel über so Judging-Systeme und den ganzen Shit unterhalten. Na, die ganze Zeit eigentlich. Nur eigentlich schon, ja. Und eigentlich haben wir da zwischendurch schon mal unterbrochen, damit ich sagen kann, ey, komm doch mal hier hin, wir machen daraus so ein Digging Deeper Shit. Also schön, dass du gekommen bist, Alter. Sehr gerne. Deshalb starte ich mal einfach, ich will das mal von ganz Anfang an aufrollen, habe ich mir gedacht, warum judgen überhaupt? Was soll das bringen? Warum judgen? In meinen Augen ist es wie eigentlich, Battle Rap ist Krieg und Battle Rap kann man eigentlich wie ein Fußballspiel vergleichen. Wenn zwei Teams, sei es ein Tonto oder zwei Spieler im Krieg ziehen, eins gegen eins, dann sollte meiner Meinung nach es auch einen Gewinner geben. Was bringt mir das, wenn Argentinien gegen Deutschland spielt und eine Mannschaft gewinnt 5-0 und am Ende heißt es ja eh, ist eh unentschieden, es gibt keinen Gewinner, dann braucht man sich auch nicht vorzubereiten und trainieren für den anderen Gegner, um den anderen Gegner fertig zu machen. Es sei denn, wie es in meinem Fall war, ich mit Burst gegen Zepter und Teach, schöne Grüße, dass ein Team vorher abgesprungen ist, eine Woche vorher, vor dem Battle, und dass die Vorbereitungszeit einfach so kurz ist, dass man sich halt wirklich einigt, okay, wir machen es unjudged, dass halt ein Problem vorher aufgetreten ist, dass man es halt nicht judged machen kann, weil man kann einfach die Leistung und die Performance nicht bringen, die man halt mit anderthalb, zwei Monate, fünf, sechs Wochen Vorbereitung hat, machen kann. Aber ansonsten sollte eigentlich für mich jedes Battle judged sein. Ich sehe das ähnlich. Ich denke mal, es gibt Ausnahmen vielleicht so bei Homie-Battles oder so, wo nicht wirklich um was geht, sondern wo man sich einfach auf Freundschaftsbasis einen Schlagabtausch, Geschäft liefert oder so. Das muss nicht unbedingt Judge sein, aber grundsätzlich hat das, glaube ich, eine Motivation, gerade für jüngere Leute, ne, die gerade auch erst damit, die wollen ja wissen, ob sie gewinnen oder nicht. Und dadurch entsteht ja ein Lernprozess, auch wenn dann zumindest die Judges begründen, ey, das kannst du besser ausfallen und das kannst du noch besser machen oder so. Das ist ja so ein Ding, was im Kopf auch abgeht. Eben. Und was du sagtest, das ist ein Wettstreit. Also egal mit welchem Sport man das vergleicht, das ist ein Wettstreit. Und ohne Gewinner ist das immer so ein bisschen low. Und dann gibt man vielleicht auch nicht Vollgas. Also ich finde auch diese Sache von komplett Judge wegzugehen gar nicht so gut. Ich glaube, das tut dem Ganzen nicht gut. Das ist für mich kompletter Schwachsinn, weil man battelt, wie ich schon gesagt habe, um den Gegner fertig zu machen, den vorher Hass aufzubauen. Ich meine, nach dem Battle ist nach dem Battle, vor dem Battle ist vor dem Battle. Aber wenn ich beispielsweise battlen müsste und ich wüsste, es gibt eh keinen Sieger, ja, dann brauche ich auch nicht 150% aus mir rauszuholen, weil ich genau weiß, es wird eh kein Sieger gekrürt. Das ist für mich völliger Schwachsinn. Ja, also gibt es eigentlich überhaupt irgendeinen Vorteil von Unjudged in deinem Kopf? Nein. Ich habe nämlich keinen gefunden. Nein. Eigentlich auch wie du gerade sagtest, hier mit Homies battlen. Ich beispielsweise, ich bin eine Person, ich würde richtige Homies würde ich gar nicht battlen. Habe ich auch bei Native gesagt, als er mir immer was bei Ist oder Quack machen wollte oder sonst was, wer mich gefragt hat. Ich glaube, jetzt im Zigeuner hat mal gefragt gehabt, ein paar andere hatten mal gefragt gehabt. Da habe ich gesagt, wenn man sich privat so gut kennt, dann werde ich die Leute nicht betteln, weil wenn ich bettle, dann baue ich Hass auf meinen Gegner auf, dann werde ich auch persönlich harte Punchlines und man sollte sich versuchen, im Battle richtig zu zerficken und deswegen bettle ich beispielsweise keine Homies. Und du gerade sagtest, ein Homie betteln, das aber dann unjudged ist, finde ich zwar cool, aber ist für mich unreizbar, so weißt du, wenn es schon vorher heißt, ja, das Battle ist unjudged, so ja, come on, so dann weiß ich ganz genau, ich glaube, jemand hat gesagt, ja, unjudged, da kann man mal auch andere Techniken ausprobieren, etc. pp. Aber es ist für mich auch völliger Quatsch, wenn ich ins Battle gehe und ich will was Neues ausprobieren, sagt die Cynic, dann gehe ich volles Risiko. Entweder es zieht oder es zieht nicht. Genau. Entweder ich verliere dann 4-1 oder 5-0 oder ich gewinne halt mit meiner neuen Taktik. Und wenn ich weiß, die Taktik hat mich gezogen beim Judged Battle, dann mache ich es beim nächsten Mal auch anders. Vielleicht wie beim ersten Battle, was man gewonnen hat. Und dass man vielleicht dieselbe Schiene fährt wie beim ersten Battle und wenn man halt einen neuen Style bringt, dann muss man sich nicht wundern, dass man auch vielleicht verliert. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch so, ich glaube gegen Virus, wir wurden vorher gefragt, ob wir da Judge haben wollen und wir haben einfach gesagt, ist uns egal. Daraus wurde dann
quasi kein Judging. Finde ich okay zum Beispiel bei dem Battle, weil war mir Wumpe, war Virus Wumpe. Mhm. Wenn uns beiden um nichts geht, ist es von mir aus okay, wenn es auch nicht judged ist. Ja. Und noch ein Beispiel, Jamie gegen Brian Damage. Die haben sich übelst gegeben und die sind gute Homies. Also es geht, aber ich verstehe deinen Punkt, dass man Homie nicht wirklich zerficken will und deshalb erstmal gar nicht battelt. Find ich auch komplett okay so, weil ich glaube, da können auch schon Freundschaften zersplittern. So, ne? Wurde das Battle überhaupt gejudged, Brian gegen Jamie? Ich glaube nicht, weiß ich gar nicht. Ja, und das ist halt eine Sache, beide ultra krass. Aber wenn die sich beide komplett zerficken, dann soll es auch wieder trotzdem für mich einen Sieger geben. So, für mich ist das dann als außenstehende Person, ist das dann halt, okay, geil, cooles Battle. Aber es ist halt ein Gladiatorenkampf. Da zerficken sich zwei richtig brutal. Es muss einen Sieger geben. Beim Fußballspielen ist ja genau das Gleiche. Anstatt ist für mich ein bisschen, je nachdem, was halt vorher passiert, wie ich vorhin schon gesagt hatte, je nach Umständen her, kann man es dann natürlich noch von judged auf unjudged verschieben. Aber ansonsten sollte für mich eigentlich jedes Battle judged sein. Also ich denke, man, das hat ein bisschen auch was damit zu tun, worum es geht. Ne? Also ich meine jetzt kein hohes Preisgeld, sondern geht es für dich um etwas? Weißt du, willst du den Typen richtig hart platt machen und von allen Seiten ficken? Oder ist es ein Homie und du willst so ein paar lustige Sprüche, die dir am Tresen auch bringen würdest und deshalb machst du so ein Battle oder machst vielleicht ein Kompliments-Battle draus, ja, oder so, ne? Ja. Das sind vielleicht so Ausnahmen, wo Judging irgendwie keinen Sinn ergibt, aber ein Ausblick auf zum Beispiel Leute, die heiß auf den Titel sind, geht ja gar nicht anders. Das heißt, du musst ja judgen. Ne? Und wenn es keine festen Regeln gibt, wer überhaupt Anwärter auf den Titel ist, müssen all diese Battles judged sein, weil du ja irgendworan festmachen musst, weshalb der Typ ins Title Match überhaupt als Contender rein soll. Richtig. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ey, der hat 10 unjudged Battles, aber der ist dope. Hä? Ja. Ne? Das geht ja nicht. Also da verwirrt sich das alles so ein bisschen. Ne? Das ist ja das beste Beispiel, Jerambo gegen Bong Tei. Ich verstehe auch gar nicht, wenn man, ich meine, Bong Tei war ja so ein Secret-Contender-Anwärter auf den Donald's Label-Titel, warum man die beiden dann gegeneinander battlen lässt, aber unjudged. Das ist für mich, macht für mich keinen Sinn, ganz ehrlich. Macht für mich keinen Sinn. Für mich und sollte man das Battle sich aufsparen, dann eventuell das Bong Tei Mikesh-Battle vorziehen und dann vielleicht einen Contender daraus ziehen. Oder vielleicht ein paar Gruppierungen machen, als halt für sich im Kopf so ein kleines Turnier, wer könnte Anwärter sein auf den Titel und dann halt gegen Jerambo battlen. Ja. So, das ist für mich. Wir hatten das mal fest, ich glaube, da kommen wir später noch so mehr ins Detail, wie man das mit diesem Teil-Contender-Shit macht. Ne? Im Endeffekt sitzen wir hier, weil man viel, ich will nicht sagen Problem, aber weil man sogar viel Shitstorm kriegt, wenn man selber judged. Also ja. Wir sind im Endeffekt jetzt hier die Judges, die online die Judges judgen, die Judges judgen, Motherfucker. So sieht's nämlich aus. Nein, Alter, wir wollen ja einfach ein bisschen darüber philosophieren, was so los ist. Ich finde halt krass, auf YouTube so gibt es die worst comments ever. Und tatsächlich werden da häufig die Judges, die den Battle judgen, heftiger angegriffen als die Battle Rapper oder so. Ne? Was hat er denn gemacht? Wie besoffen war er denn oder so? Und ganz Unrecht haben die Leute aber nicht. Ne? Wir haben bei jeder Battle-Rap-Liga mit Sicherheit das ein oder andere Judging, wo die Leute so fertig waren oder wo so spät erst seit 5 Stunden nach dem Battle gefragt wurde, ey, welche Zeile fandst du am besten, wo die schon längst aus deiner Birne raus ist. So, wie kriegt man sowas weg? Wie kriegst du sowas aus dem ganzen System raus? Weil im Endeffekt sind ja die Leute da, um Party zu machen. Ja, dann sollte man sich vorher gut überlegen, vielleicht wie bei der BAB ist ein gutes System, dass man halt vor dem ganzen Event sogar schon fragt, ey, welches möchtest du judgen, das. Aber dann sollte man sich vielleicht auch vernünftige Leute rausnehmen, die sich nicht zu Tode kiffen, sich nicht zu Tode besaufen. Es hat ja nicht immer damit zu tun, dass nur jemand judgen kann, der jetzt ultra krasser MC ist oder schon 50.000 Battles gemacht hat, sondern vielleicht jemand, der wirklich Ahnung auch von der Thematik hat. Ich meine, irgendwelche Fußballmoderatoren, die spielen wahrscheinlich nicht den besten Fußball, aber die haben auch voll die Ahnung von der Sportart. So. Und das ist halt beispielsweise mit mir genau dasselbe. Ich habe jetzt ein Battle gehabt, kommt jetzt demnächst noch ein Battle, aber ich bin auch in der Battle-Szene schon drin, was wie kein mancher glaubt. So, wenn ich jetzt andere gefragt habe, ja, wie lange guckst du schon Battle-Rap, die auch schon vor mir überall irgendwie schon 15 Battles gejudged haben, ja, seit einem Jahr, wo ich mir dann denke, ja, das ist nicht wirklich lange, ne, sag ich mal.
Ich würde dazu sagen, ich glaube, man kann halt so komplett niemandem recht machen, ja. Weil ein paar Leute sagen zum Beispiel, boah, jetzt Rosbach ist wieder am Judge, jetzt dauert das wieder so lange. Aber ey, du begründest das dann wenigstens und dann können sie ja immer noch reden und nicht deiner Meinung sein. Aber wenigstens hast du was begründet und nicht gesagt, ich weiß nicht, bei der dritten Runde war ich pissen und dann habe ich das dann denen gegeben oder so. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt halt Momente, so Judgings, wo Leute während der dritten Runde überhaupt nicht mehr da waren, weil die und dann ein Statement abgeben, wo die sagen, ja, ich hatte mich eigentlich von Anfang an schon entschieden. Und gerade beim Battle Rap und gerade in der dritten Runde kann so viel passieren. Eben. Dass dann wirklich das Battle nochmal kippen kann. Und dazu will ich als Gegensatz setzen, auf der anderen Seite gibt es Leute, die machen das an einem Rhyme fest. Und die sind im selben Judging-Zirkel gewesen. Und das widerspricht sich doch gegenseitig. Der eine macht an einem Rhyme fest, wer das Battle gewinnt. Und der andere geht in der dritten Runde, weil er sich vorher festgelegt hat. Aber was denn, wenn in der dritten Runde der eine Rhyme kommt, weißt du? Also so geht's auch nicht. Das heißt, das Judging-Team muss ja in dem Moment schon denselben Regeln folgen. Sonst geht's ja gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Nochmal zum Thema zurückzukommen. Ich finde es auch in meinen Augen sinnlos, nur weil eben vielleicht ein bekannter Beat-Producer am Event am Start ist, der eigentlich sonst mit nichts am Hut hat, völlig bekifft und völlig besoffen ist und dann judged, ja, ich fand dich in der ersten Runde besser, zweite Runde dich und dritte Runde dich, deswegen geht das Battle an dich, ist für mich völliger Kork so. Und dann nochmal zurück zum, hast du wahrscheinlich gerade angesprochen, insgeheim der Top-Tier-Takeover-Finale, ja, weil es etablierte Rapper sind, die vielleicht früher Battle Rap gemacht haben, aber vielleicht zwei, drei Savage, ja, ich habe, das glaube ich, dein bestes Battle, was ich je gesehen habe. Du hast zwei Battles vielleicht von dem gesehen, so, also laber keinen Scheiß, so, no hate, aber völliger Bullshit. Und dann irgendwas festzumachen, ja, du hast die bessere Wortwahl gehabt, ich fand schön, wie du das eine gesagt hast, also ist völlig behindert. Selbst bei einem 10.000-Euro-Turnier sollte man eine vernünftige Jury aufstellen, die wirklich. Es muss ja, wie gesagt, kein Battle-MC sein, sondern wirklich Leute, die Ahnung von der Thematik haben und die sollten dann das Battle entscheiden. Nicht, weil es Chart-Rapper sind, die dann, wie gesagt, so eine Bullshit von sich geben. Also völliger Korb. So. Abgesehen davon, dass das relativ respektlos ist, mitten im Battle einfach rauszugehen und zu sagen, ja, oh, ich habe mich vorher schon entschieden. Ja, okay, dann hattest du offensichtlich keinen Bock, dir dann überhaupt reinzuziehen. Also warum warst du überhaupt da, um das zu judgen? Und dann sollte man kannst ja wirklich besser jemanden wie dich nehmen, der sich wirklich komplett reinzieht. Ne, du weißt, was ich meine. Aber dann sollten die Veranstalter auch die Eier dazu haben und sagen, du judgst nicht, weil du warst die dritte Runde nicht da. Du kannst es ja nicht beurteilen. Ich meine, so ein Gio und Tierstar, die schon so lange in der Battle-Rap-Szene sind, die müssten das eigentlich wissen. So. Und das ist eigentlich ein totales No-Go. Und dann. Aber ich glaube nicht, dass da. Also, ne, mir geht es gar nicht darum zu gucken, wo die Fehler von irgendwelchen einzelnen Leuten waren, sondern das passiert ja nicht nur da, dass Judgings irgendwie seltsam sind, aus irgendwelchen Gründen oder so. Ne? Also bei Diltilly ist das auch vorgekommen, dass jemand einfach während des Battles pissen gegangen ist, eine rauchen geht. Ey, mach das doch vorher oder nachher, aber dann. Ey, oder sag, ich will nicht judgen. Eben, ist ja auch so ein Ding. Eben. Dann lass es doch, weil wie willst du begründen, wenn du die Hälfte vom Battle nicht gesehen hast richtig. Und der eine dir von vornherein besser gefällt, ja, dann judge doch dieses Battle nicht. Ja, so, ne? Dann ist ja völliger Quatsch. Richtig. Und ich glaube, das geht auch eher, ne, worüber wir hier reden, wenn es eigentlich knappe Entscheidungen sind. Ne? Ja. Also wenn du so 3-2 Entscheidungen hast, da geht es eigentlich so um gute Begründung. Oder wenn so was manchmal in einem kompletten Gegenschlag kommt, so von einem 5-0, wo eigentlich ein Augenhöhen-Battle war. Gutes Beispiel ist Toby High gegen Ryko J. Ey, ich bin froh, dass ich das nicht judgen musste. Ne? Jeder, der dabei war, weiß ganz genau, was da abging. So, die waren so krass Augenhöhe, da man wirklich an einem ganz kleinen Punkt, und das war dann die Textsicherheit von Ryko, nur festmachen konnte, wer jetzt nicht gewonnen hat. So, ne? Ja. Das ist ganz selten, dass das so knapp ist. Aber grundsätzlich sind die knappen Entscheidungen ja die schwieriger. Aber das ist bei dem Battle beispielsweise, habe ich auch schon von schöne Grüße gehen raus an Barracuda eine Nachricht gekriegt, so wie kann man, ich habe es ja auch an Tobi Heil gegeben, wie kann man das, no hate, aber wie kann man das Battle an Ryko J geben? Es war ja, wie ich es begründet habe, es war ganz klar, die erste Runde war Draw, die haben sich auch beides nicht geschenkt, zweite Runde ganz klar, aber dritte Runde von Tobi Heil war einfach so on fire, auch von der Delivery Attitude und vom Text, dass halt von Ryko J nicht mehr diese Gegenwehr kam. Und dann ist das für mich halt
innerhalb von einer Sekunde, das ist halt auch, was ich bei manchen kritisiere, die dann judgen, oh, ich konnte mich bis gerade eben nicht entscheiden. Also wenn das Battle vorbei ist, dann müsstest du eigentlich schon, wenn du weißt, dass du judgst, dann muss in deinem Kopf direkt schon feststehen, okay, bam, den habe ich gerade schon vorne gesehen, das ist ein Grund, warum ich ihn vorne gesehen habe. Bei Tobi Heil kam wieder das rosbachische Gesicht, so weißt du, er hatte einfach, weißt du, gekillt so. Und YQJ hat wieder eine gute Runde gebracht, aber die trotzdem, die das nicht erzeugt hat, was Tobi Heil erzeugt hat. Deswegen muss, ne, wie gesagt, ich akzeptiere jede Entscheidung, aber es muss an Tobi Heil gehen, es muss an Tobi Heil gehen, es kann nicht an YQJ gehen. Eben, und dann da wahrscheinlich, da ist auch nicht mal dein Argument Geschmackssache. Nee. So. Und bei manchen Dingen geht es vielleicht noch, aber, ne, also ich fand es auch. Aber war trotzdem eine knappe Kiste. Und es gibt ja Battles, die sind hardcore eindeutig. Die gehen, ne, wenn einer drei Runden verchoke, come on, so, da kannst du nicht mehr viel reißen. Ja. Über sowas reden wir ja gar nicht. Ne? Und jetzt hast du zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, du hast in der Battle Rap Bundesliga die Möglichkeit, so ein Unentschieden zu machen. Du hast sechs Judges. Finde ich gut eigentlich. Eigentlich finde ich es auch gut, weil da hast du ja die Möglichkeit, wirklich zu zeigen, Leute waren komplett auf Augenhöhe. Für die Rapper ist das vielleicht scheiße, weil die sich denken, aber ist ja egal. Eigentlich ist das ja ein faires Ding, dass es ein Unentschieden geben darf. Und jetzt stellen wir uns mal die Situation vor. Es steht 3-2, du bist der letzte Judge. Ja. Du findest den einen Dude geschmacklich besser, aber objektiv gesehen waren beide gleich gut. Und du hast die Möglichkeit, das Unentschieden zu geben. Ja. Ich würde trotzdem meiner Meinung treu bleiben und sagen, ich finde den besser. Also wenn es jetzt bei einem Battle 3-2 steht und ich in meinem Kopf, deswegen habe ich auch zu dir gesagt, bei diesem Interview von Top the Takeover, wo es dann gesagt wird, ja, vielleicht sprechen wir uns vor dem Battle vom Judging gar nicht mehr ab. Also das ist auch völliger Bullshit so. Also man sollte, wenn man judge, sich irgendwie vorher mit gar keinem unterhalten, weil man judge ja für sich so und nicht irgendwie vorher besprechen, ja, an wen könnte es man geben. Also völliger Duss. Wenn ich wüsste, okay, es steht 3-2, aber ich persönlich würde mein Vote, auch wenn es auf Augenhöhe wäre, ich hätte es innerlich schon an ihn gegeben, dann bleibe ich auch bei meiner Meinung. Dann ist es halt ein 4-2. Genau. Also das ist das, worauf ich hinaus will. Weil man könnte ja, es wird immer objektives Judging gefordert. Und das ist ja auch irgendwo das Ziel, wo man hin will. Aber da kommt ja die Geschmackssache immer noch mit rein, finde ich. Ne? Und wenn ich wirklich finde, der eine ist besser für mich. Genau. So, weißt du, obwohl objektiv irgendwie beide hatten Technik, beide hatten gleich viele Highlights, so. Und das ist einfach ein Clash of Styles gewesen. Ja. Aber mir gefällt halt dieser Style besser. Dann entscheide ich natürlich für mich heraus. Dann ist der Style das Kriterium, woran ich das festmache. Ja. Aber das wäre auch fake, würde ich sagen. Okay, nur weil ich unentschieden geben möchte, mache ich das jetzt. Ja. Weil für mich war ja der andere trotzdem besser. Also, und dann finde ich, das 4-2 ist dann besser. Obwohl das aber das Ergebnis ja nicht tatsächlich widerspiegelt, wie für die Community war oder so. Dann ist halt schwierig. Dann gibt es natürlich MCs, wie ganz auf Native, der sich unschlüssig ist, an wen er es gibt. Und es steht 3-2, das war ja im Fall von YQJ und Tobi Heil so, wo ich im Hintergrund gesagt habe, ja, dann mach einen Draw raus. Wenn du nicht wirklich dir nicht sicher bist und auch nicht vom Kopf, wenn ich entscheiden kannst, okay, ich bin mir unschlüssig, an wen soll ich es geben, ich bin dann hergerissen, aber ich fand beide geil, dann sollte man es ein 3-3 raus machen, weil dann ist es einfach nur gerecht. Ja, okay, wenn du dir selber unschlüssig bist, dann wäre das vielleicht der Punkt. Richtig. Aber genau das sollte ja gar nicht passieren, ne, wie du schon gesagt hast. Eigentlich solltest du dir nicht unschlüssig sein, wenn du weißt, du judgest das. Aber es hat immer wieder der Fall, sieht man ja bei manchen, die dann stehen und ich weiß nicht, an wen ich es jetzt geben soll und hier und jenes und hier und ja. Aber da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Also ne, wenn du am fairsten, ne, das ist jetzt eigentlich eher so ein Fairness-Ding, wäre das ja... Wir hatten selber, ich weiß nicht, war das Leonidas gegen wen war das denn? Da haben wir beide gejudged. Leonidas gegen Einak wahrscheinlich. Und wir haben gegen Einak. Und wir haben unterschiedlich gejudged, glaube ich. War das? Wir haben bei irgendeinem Battle letztes haben wir unterschiedlich gejudged. Du hast es an Einak gegeben, glaube ich. Ich habe es an Leonidas gegeben. Ich auch. Okay, dann war das nicht. Dann war das ein anderes Battle. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir beide gejudged haben. Vinci gegen Steinschleuder wahrscheinlich, aber das ist ja eh schon so ein Thema für sich. Okay, das ist ein Thema für sich, aber das meinte ich auch gar nicht. Das war letztens bei der BRW. Ist auch egal, welche Battle. Ne? So, wir haben unterschiedlich gejudged. Du hast nach mir gejudged und ich konnte komplett nachvollziehen, was du gesagt hast und du auch, was ich. Ja. Aber ich hätte mich trotzdem wegen... Dein Judging, auch wenn du vor mir gejudged hättest, nicht umentschieden. Aber ich glaube, das passiert vielen Leuten, wenn man gut begründet. Ne, wenn du als erster judged und du begründest gut für die eine Seite,
Ja. Und dass vielen Leuten dann auffällt, stimmt, der hat recht, weil die das gar nicht so gesehen haben und dann doch anders judgen. Deshalb fände ich das fairer, wenn die quasi vorher so was machen würden, wie sich das aufschreiben. Dat von vornherein, bevor die Begründung abgegeben wird, die Leute sagen müssen, für wen die gejudged haben, damit die nicht durch die Begründung von einem anderen Judge, nur weil er gut begründet, ja, nochmal umgelenkt werden, weil die haben ja aus irgendeinem Grund sich für eine gewisse Person entschieden, ja, weißt du? Ja, bestes Beispiel, Wolf gegen Brian Damage. Der erste Judge, oder der zweite, sagt irgendwie, ja, ich finde das cool, dass deine Eltern dich supporten, für mich hat der Punch nicht gezogen. Der dritte kommt, ja, ich finde das auch cool von deinen Eltern. Der vierte, da kann man ja nichts gegen sagen, auch cool von... Ja, für mich hat es trotzdem gezogen so. Und das ist halt auch was mich total stört, immer dieses ständige Nachgebrabbel. Das geht mir auch, wie du gerade sagst, das geht mir auch richtig auf den Sack. Weil hab doch bitte eine eigene Meinung. Lass dich doch nicht von anderen Judges umentscheiden. Oder sag, ja, weil wenn er sagt, boah, ich finde dann Support von den Eltern voll geil, alle rasten aus, die ganze Crowd, da vor 800 Leuten. Und jetzt die dritte sagt... weil er vielleicht auch nicht die Eier hatte in der Hose und sagt, okay, ich fand, das hat trotzdem gezogen, so, und brabbelt trotzdem nach. Ist das beste Beispiel bei Freestyle-Battles. Der eine sagt ja immer das Gleiche. Und bei mir war es dann mit Rough Rabbit so, dass wir uns, ich glaube, 4 Runden lang bei Native gegen Kato, da ging ja, glaube ich, eine halbe Stunde in das Freestyle-Battle, wo wir immer unterschiedlich die Meinung hatten. Und dann hieß es, dann gebe ich doch an Kato. Nein, aber wenn ich doch der Meinung bin, dass derjenige gewonnen hat, dann bleibe ich da auch. Und wenn es dann weitergeht und für mich ist auf einmal der andere vorne, dann bleibe ich da auch, selbst wenn der andere an den anderen gibt, so weiß ich meine. Ich habe immer meine objektive eigene Meinung und das sollte jeder Judge haben. Das sowieso, ne? Also das finde ich auch. Und ich finde, das kann man nur ausmerzen, indem man vorher sagt, ey, ihr müsst das aufschreiben, ihr gebt das dem Chief oder wer auch immer da gerade Host ist, gebt ihr schon die Zettel in die Hand, der kennt das Ergebnis schon vorher und dann wird begründet, aber dann kann sich niemand mehr umentscheiden. Ne? Nur weil jemand sagt, ey, Rosbach hat recht. Das stimmt, so kannst du das auch sehen. Deshalb ja, sag ich, jo, ich sehe das genauso. Nein, du hast das vorher anders gesehen und dafür hast du auch eine Begründung. Begründe das so, weißt du? Obwohl es gibt ja manche Battles, da bin selbst ich ja nicht direkt nach dem Battle mir schlüssig, wer gewonnen hat. Dann muss ich halt innerlich das Battle nochmal Revue passieren lassen und judge dann das Battle während des Judging, wo ich dann... ja, muss ich gucken, okay, mein Kopf rattert dann und dann, also direkt nach dem Battle gibt es manche Battles, die könnte ich dann nicht direkt entscheiden, sondern ich müsste vielleicht 5 Minuten Bedenkzeit haben, um nochmal alles Revue passieren zu lassen. Deswegen schreibe ich mir auch die meisten Highlights auf. Deswegen habe ich ja auch so meine eigene Technik, sag ich mal. Und das ist eine eigene Technik zu judgen, das muss man sich auch erstmal aneignen. Ne? Aber es ist tatsächlich eine Sache. Manchen Leuten geht das vielleicht auf den Sack, ich versuche mir da eher eine Scheibe von abzuschneiden, weil ich habe auch furchtbare Judgings abgelegt, so, ne? Wo ich wirklich viel eher damit gerechnet hätte, dass Leute gesagt hätten, boah, was labert der für einen Scheiß, aber die Battles waren eher so eindeutig, dass es da keine große Diskussion gab. So, weißt du? Den Hate habe ich ja auch schon von manchen bekommen, ja, es dauert das wieder so lange, er hat sich was aufgeschrieben, etc. pp., boah, pack du mal dein Handy weg, aber bei Mayhem oder beim December 3, beim Finale von Nila Nip und Jarambo, wie viele Judges standen da mit dem Handy? Wie viele Judges judgen mit dem Handy? Also ich bin nicht der Einzige. Und selbst wenn ein Judging 7 Minuten von einem dauert, dann ist mir halt lieber, weil er begründet, warum der einen Sieger kürt, als so eine dahingestammelte Scheiße, ja, im zweiten Jahr du warst besser. Ja, wo das dann so ein bisschen random dann vielleicht auch wirkt. Weil, ne? Und das meine ich ja, wenn vorher du nicht weißt, wie der eigentlich für sich entschieden hat und dann ist der 5., 6. Judge, ja, ich schließe mich meinem Vorredner an. Ja, warum? Ich glaube die Scheiße noch nicht mal. Ich wette, du hättest eigentlich anders entschieden. Warum sagst du das überhaupt? So, weißt du, also, warum sagst du überhaupt, ich schließe mich an? Warum begründest du nicht einfach so, wie du das haben willst? Und ich finde, dann ist schon mal wichtig, nach den Runden zu gehen, ne? wenn es 3 Runden gibt. Und deswegen schreibe ich mir auch beispielsweise Highlights raus. Wenn ich ganz genau weiß, ist es dann nicht, dass ich mir jetzt jede Zeile aufschreibe für jeden Pups, sondern wenn ich ganz genau weiß, okay, die Line hat jetzt volle Pulle geknallt, aber es war eine richtig krasse Line, aber es war für mich kein Highlight. Weißt du, es muss für mich ein Highlight sein. Für mich innerlich muss ich das Gefühl haben, dass ich sage, okay, das war jetzt für mich ein Highlight von seiner Runde. Und wenn es dann Battles gibt, beispielsweise hier 47A-Nuck gegen Goinau Native von 47A-Nuck, selbst da gibt es dann Battles, wenn ich die dann judge und ich schreibe mir Highlights auf und ich weiß, es kommen Punchline, Geballer, Baller, Baller, so viele Punchlines und so viele Highlights, dann packe ich mein Handy auch weg, weil das sind dann zu viele Highlights und dann weiß ich auch ganz genau, dann entscheide ich auch vom Kopf heraus. Aber bei Newcomer-Battles beispielsweise ist es halt immer,
besser, sich aufzuschreiben, okay, derjenige hatte vielleicht 3 Highlights in der ersten Runde, er nur einen. In der zweiten Runde hatten beide keine Highlights, in der dritten Runde hatte der eine wieder 2, der andere aber 5. Und so kann man halt ein bisschen systematisch auch das Battle ein bisschen judgen, meiner Meinung nach. Ich bin gerade auf einen Gedanken, den ich vorher noch nicht hatte. Ich habe gerade gesagt, eigentlich reden wir hier über Dinge, die normalerweise ziemlich knapp ausgehen sollten. Und da ist das wichtig zu judgen. Aber gerade bei Newcomern, finde ich, ist das wichtig, detailliert begründet zu judgen, damit die wissen, woran die möglicherweise noch fallen können. Richtig, genau. Und die müssen ja nicht einen Fick drauf geben, was du sagst. Ne? Die können auch sagen, ach du Penne, halt die Schnauze, so, das ist ja scheißegal. Ja. Aber falls sie sich davon was annehmen wollen und beim nächsten Mal dadurch besser sind, da hat das ja sogar was gebracht. Und da bringt dir mit Sicherheit kein besoffener Protti, was der nicht mal mehr eine Zeile weiß, weil er 5 Stunden nach dem Battle gefragt wurde, ey, welche Line fandst du am besten? Hä, welche überhaupt? Und deswegen gibt es halt auch den Zwiespalt. Manche sagen, ja, das nervt, aber da scheiße ich drauf. Und manche Leute wie du oder sagen, die feiern das extrem, weil dann kann man sozusagen Highlights aus der ersten oder zweiten Runde, die vielleicht schon längst aus dem Kopf rausgegangen sind, die kann man nochmal wiederholen und alle sagen, ah ja, geil, stimmt, die Line war geil, ja, zweite Runde, stimmt, das war ein Highlight für mich. Und daran kann man beispielsweise auch Runden entscheiden, dass man dann sagt, okay, ich hatte die Highlights, dann schreibe ich mir meistens schon auf, an wen die erste Runde schon gegangen ist. Und dann nach dem Battle weiß ich auch, wie gesagt, da muss ich gar nicht überlegen, ich gucke nur drauf. Wenn es zu viele sind, schreibe ich gar nicht weiter, dann gucke ich halt Battle halt so. Ansonsten, wie gesagt, aufschreiben kann man schon ein bisschen so tabellarisch, ein bisschen systematisch schon rausstechen, wer gerade das Rennen gemacht hat und dann halt einen Sieger führen. Das ist zum Beispiel so eine Sache tabellarisch. Es gab ja eine Zeit lang auch mal hier dieses End of the Week. Das war jetzt nicht so ein One-on-One-Battle-Modus. Mhm. Und jetzt muss ich mal kurz auf meinen schlauen Zettel hier gucken, damit ich das nicht irgendwie versemmel. Die hatten nämlich so verschiedene Kriterien. Ne? Erstmal, um zu sein, dadurch, dass keine One-on-One-Situation entstanden ist, sondern du hast quasi 7 MCs gehabt, die sind in verschiedenen Disziplinen angetreten und du hast als Judge Kriterien gehabt, Lyrics, Bühnenpräsenz, Style, Kreativität und Flow. Ja, Style und Flow. So, gehört der Flow nicht zum Style zum Beispiel? So. Ich finde, der Flow gehört auch zum Teil zu Delivery. Also ich sag mal so, wenn es... Delivery, warte mal, das habe ich... Genau, sorry. Pass auf, Lyrics, Bühnenpräsenz, Style, Kreativität und Publikumsreaktion. So war das. Und Style wurde mit Flow in eine Kiste gepackt. So, pass auf, das ist sowieso schwierig, im A Cappella Battle Rap und Flow zu erkennen, was anderes als auf dem Beat. Ich würde das Flowen beim A Cappella eher mal so wegstecken, aber den Style nicht, weil ein Chris Kotz einen ganz anderen Style an den Tag bringt, ohne große Technik. Und so ein Note ist nicht halt kaputtballert mit damit, weißt du, so, das meine ich halt so. Das ist halt Clash of Styles und das ist ja wichtig. Und damit ist ja nicht gemeint, ob du eine rote Kappe trägst oder ich eine graue Mütze, sondern um dieses Rap-Ding. Also es gibt 5 quasi Punkte, die du nach Punkten bewerten musst. Also ich sag mal so, manche sagen ja, Battle Rap sollte noch Rap sein. Ja, man kann im Battle Rap kann man flowen, aber wenn man float ohne Punchline, dann ist es Rap und kein Battle Rap. Also selbst eine dahingestammelte Zweizeilerline, die völlig einschlägt, das ist halt Battle Rap, die knallt, die Punchline. Wenn einer davon 3 Stück bringt und einer float eine ganze Runde, float einen ab, dann kann ich die Runde nicht an ihn geben, weil es ist Battle Rap. Dann müsstest du die, also im Endeffekt bräuchten wir für diesen A Cappella, ne, ist nur Spinnerei, ja. Ich sag nicht, wir müssen das machen. Bei On Beat ist es ganz klar, da ist musikalische Sache gefragt. Ich würde halt so dann beim A Cappella, also einfach das Wort, was auch häufig dabei fällt, Punchline-Dichte, wäre definitiv eine Sache, die man da als Kriterium nehmen sollte. Was dann aber häufig unter den Tisch gekehrt wird, finde ich, ist so was wie Technik oder so was müsste man halt dann nennen, ne? Weil dann ist ja was anderes, wenn Notice sich crazyste Reimketten und mit 3-mal so viel Text und 5-mal um die Ecke denken macht, ist ja technisch nochmal ein anderer Anspruch, ja, als klar, einsilbige Rhymes zu bringen, die halt super stumpf und lustig sind oder so. Dann hat vielleicht der eine 10 Punkte in Punchlines, aber der andere 10 in Technik. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Das ist halt sehr schwer zu judgen und einzuschätzen dann. Du hast vorhin noch einen Punkt gesagt, Quote Reaction. Bringe ich gar nicht immer ein Judging mit ein. Also Quote Reaction, okay, lege ich gar keinen Wert drauf. Also wenn jemand über 8, 12, 16 Zeilen eine Punchline aufbaut,
Beispielsweise Karma gegen Kid Soulja, wo Kid Soulja nur Publikum-Reaction hat und aber jemand eine Runde bringt, die aufgebaut ist und dann so krass als Finisher kommt, als Haymaker und das ist halt die Explosion, sag ich mal, von der Punchline her, dann bringen dir die 15 Quad-Reactions auch nichts. Also da kannst du mit einer Quad-Reaction, sag ich ja meistens, diese deepen Punchlines, wo das Publikum die Schnauze hält und dann kommen die Patterns, dann kommt noch ein Scream, noch ein Patterns, noch ein Thema und dann zündet die Bombe und dann rastet die Quad einmal aus. Das kann 15 Quad-Reactions meiner Meinung nach komplett zerstören. Das ist definitiv aber auch eine Aussage. Also ich finde, live auf dem Event zu sein, als Judge, und die Crowd-Reaction ja zu bemerken, dann auszublenden, ist schwierig, finde ich. Mach ich beispielsweise. Also da sind manche Punchlines sind gefallen, wo die Quote abgeht und ich stehe dann da und... Ja, also hat für mich nicht gezogen. Also ich lasse mich nicht von der Quote mitziehen, sondern ich feiere dann das, wenn ich es fühle und feiere und ich weiß, okay, bam, das hat für mich getroffen. Also lasse ich mich von der Quote manchmal gar nicht beeinflussen. Deswegen finde ich auch gut. Also da haben wir vor dem Talk ein bisschen drüber geredet. Ne? Also das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ey, wie sympathisch ist ein Battle-Rapper? Wie sympathisch muss denn ein Battle-Rapper sein? Sympathie ist definitiv kein Kriterium, so, ne? Um ein Battle zu judgen. Das ist fucking Battle-Rap, Alter. Ne? Und das geht darum, dass sich Leute beschimpfen. Also eigentlich müsste der am unsympathischsten ist, eher gewinnen, genau. Weil er wenigstens battelt, so, weißt du? Nicht nur dumme Witze reißt. Also, was da teilweise rausgemacht wird, da denke ich mir selber so, ey, Alter, geht's denn überhaupt darum? Also, als Stand-Up-Comedian zum Beispiel sympathisch rüberzukommen, hast du wahrscheinlich Vorteile, natürlich, weil du willst die Leute zum Lachen bringen. Als Battle-Rapper hast du ja nicht die Pflicht, Leute zum Lachen zu bringen, sondern du willst dein Gegenüber plätten. Das heißt, auch wenn du deine ganze Runde lang keine Crowd-Reaction hast, und das ein Kriterium ist, okay, dann hast du vielleicht in dem Kriterium, falls das überhaupt jemals dazu kommt, 0 Punkte, aber dann hast du ja wohl in den anderen mehr, so, weißt du, und dann genau das ist das halt. Und wenn jemand, sagen wir mal, 10 Punkte nur bei Crowd-Reaction hat, aber bei, weiß ich nicht, ja, bei Style, Nix, weil er keinen hat oder so, weißt du, dann müsste das ja, aber so nähert man sich ja der Fairness an, so wirst du ja beiden Seiten gerechter. Richtig. Dadurch wird das aber auch immer mehr zerdacht und ich bringe mal ein Beispiel, mein Dad ist Schalke-Fan, ne? Der guckt sehr, sehr viel, vor allem Bundesliga, und er regt sich die ganze Zeit auf über den Videobeweis, so, im Zusammenhang mit dem Handspiel. Und er meinte, das hat halt alles so kompliziert, ich bin selber kein Fußballfan, ich habe nur mit meinem Dad geredet, und er meinte, das wird so kompliziert, es gibt Situationen, ne, da passiert dreimal das Gleiche, der eine guckt sich das Video gar nicht an und die anderen beiden entscheiden unterschiedlich, obwohl das eigentlich das Gleiche ist. Ja. Und umso mehr wir das zerdenken, kommen wir auch eher in das Ding, wir wollen das ja eigentlich fairer machen, was ja dieser Videobeweis auch soll, aber wie kriegen wir das hin, das dann so zu machen, dass das nicht noch komplizierter wird und mit noch mehr Fehlentscheidungen gibt, weil allein so was wie Style, ich hasse diesen Begriff irgendwie, weißt du, weil wie deutet man den? Oder wo bringst du zum Beispiel so was rein wie Gegnerbezug? Weil was ja wichtig zu sein scheint bei einem Battle, aber das ist ja kein einzelner Punkt. Das hat ja was zu tun mit dem gesamten Text. Wollte ich gerade sagen, Gegnerbezug bezieht sich auf die ganzen Runden, auf die Punchlines und hat mit Delivery in meinen Augen gar nichts zu tun. Also nee, wenn da einer, schau dir Rolling G an, ja, der steht jetzt auch nicht auf, also ne, oder ein LBB, ja, der halt das Mic so hält, aber wenn da treffende, krasse Punchlines rauskommen, so, dann ist das Delivery bringt auch nichts. Also wenn da einer rumschreit und aber trotzdem krass actet, vielleicht eine Atmosphäre aufbaut und aber eine Punchline bringt, die aber ja wie so ein Wattebällchen ist, ja, dann bringt dir das nichts. Also eine Punchline muss halt auch knallen, egal wie du die deliverst. Wenn du die dann plus Delivery noch dazu bringst, dann knallt die natürlich umso mehr, meiner Meinung nach. Ja, dann ich glaube, man kommt dadurch irgendwann an den Punkt, also wenn man jetzt... Also die Delivery muss auch zu den Punchlines passen, sage ich mal beispielsweise. Also wenn da ein Newcomer steht, ein 16-Jähriger, ja, vielleicht 187-Fan und sagt dann, ja, ich fahre im Benzer und ich kipp die Hennessy-Whisky-Flaschen und so, ja, dann kann der noch so gut vielleicht die Punchlines bringen, dann ist das für mich so, ja, du musst auch das bringt so, was deine Attitude hergibt. Und wenn da so ein kleiner 16-jähriger Pimpf steht, der dann sagt, ja, ich mache einen Drive-By aus dem Mercedes, ja, dann, boah, ja, deshalb, dann zieht deshalb das nicht. Deshalb so, ist, also Delivery ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, dabei, ne? Weil das,
du merkst Leuten, ob die das wirklich machen oder ob die das nur acten oder so weiter. Ja. Die können das ja auch gut acten. Ne? Das geht auch, aber genau. Also ich finde, man kann auch, wenn man das jetzt nach, sagen wir mal, man hat 5 Punkte, egal welche das jetzt sind, und einer hat eine Top-Delivery, aber keine Punchline, kann er ja trotzdem seine 10 Punkte in Delivery haben und 0 in Punchline. Ja. Und je nachdem, man weiß das ja manchmal selber nicht, wenn man seine Punkte aufschreibt, gewinnt er auf einmal trotzdem, obwohl du gedacht hättest, der andere gewinnt. Aber das wäre fair nach einem Punktesystem. Das ist nur nicht deine persönliche Meinung. Da ist deine Geschmackssache quasi rausgefiltert. Verstehst du? Ist das überhaupt gewünscht? Also in meinen Augen gar nicht. Also was bringt dir eine krasse Delivery, wenn du nicht punchst? Also ein Battle Rap ist Punchline Rap und in Battle Rap geht es um Punchlines. Und du kannst, wenn ich geil deliver, dann stelle ich mich ins Battle, fahre auf dem einen Rad, jongliere einen Basketball auf meinem Kopf und jongliere dabei, dann bringe ich auch geile Delivery und geiles Entertainment. Aber bringe ich eine Punchline, dann kann ich die Runde oder das Battle nicht an denjenigen geben, der geil delivered hat oder geil geactet hat. Weil in allererster Linie sollte es für mich in Battle Rap um Punchlines gehen und um den Text. Was bringt dir der beste Text oder der wackste Text, wenn du aber krass deliverst? Ja, das ist für mich... Aber umgekehrt, was bringt dir der beste Text voller Punchlines, wenn du wack deliverst? Dann können wir uns eigentlich den Text per SMS schicken, weißt du? Dann muss man halt wiederum gucken, dass man es halt... Ist ein bestes Beispiel, vielleicht gutes Beispiel Vinci gegen jetzt, sag ich mal, irgendjemand anders. Der andere hat krasse Punchlines und vielleicht Vinci jetzt nicht so. Aber durch seine Atmosphäre vielleicht die Punchline-Dichte vielleicht auch sogar weniger, aber durch das Acting und durch die Realness beispielsweise, ich kenne die Leute ja auch alle sehr gut privat, und durch die Realness und durch die Delivery, das Gesamtpaket, dann muss man auch abwiegen, so was war jetzt wirklich krasser, war dein Text wirklich zu schwach für den Gegner, weil wenn der Gegner zwar krass gepuncht hat, aber nicht delivered hat, Dann ziehen die Punchlines auch beispielsweise nicht so stark. Ja, das stimmt. So. Also das eine bedingt auch irgendwie das andere. Also das eine hebt sich vielleicht ein bisschen mit dem anderen auf. Also man muss für sich persönlich dann abwägen, okay, der eine hatte zwar lustigere Punchlines, das sage ich ja auch ganz oft, der andere hatte 15 Punchlines, die alle mega lustig waren. Goyner gegen Vinci auch wieder gutes Beispiel. Goyner auch mega lustig, super geil geflowt und delivered und geile Punchlines dabei gehabt. Aber wenn du dann so ein Vinci hast, das ist ja was ihn auch sehr gefährlich macht den anderen Battle MCs gegenüber, der dann mit so einer krassen Delivery und mit seiner Atmosphäre aufbaut und nach vorne actet und man weiß, okay, wenn die Punchline eintrifft, dann ist das, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem kleinen Taschenmesser, der andere ritzt den anderen 15, 20 Mal gerne an, so, der ist zwar verletzte Gegner, aber wenn du dann so ein Vinci hast, der kommt vielleicht mit 5, 6 Punchlines nur, aber der hat dann so, sag ich mal jetzt, visuell für einen selber so eine dicke Axt in der Hand und bam, brettert auf den drauf und der hat richtig Fleischwunden, ist am Verbluten der Gegner, dann geht das Battle für mich ganz klar an denjenigen, der für mich ganz klar die tieferen und treffenderen Punchlines hat. Das ist so dieses Gefühl, dieses Battle-Gefühl. Du hast jetzt Vinci auch schon, das habe ich auch da im Interview gesagt und ihm selber auch, das war das erste Battle, was ich jemals hatte, was sich wirklich wie ein Battle angefühlt hat, weil der Typ, Ahnung, ne? Wir sind alle Rapper, wir haben ein Riesen-Ego und ich würde sagen, yo, ich war besser. Aber trotzdem kam der Typ auf mich zu, Alter, als wäre das ein scheiß fucking Boxkampf, so, weißt du? Und ich lass mich nicht einschüchtern durch sowas, aber trotzdem stand ich irgendwann so auf einmal, nur durch sein Ding und das ist das halt. Und irgendwie kaufst du ihm das ab. Weißt du, wenn das jetzt jemand anders macht, denke ich mir, boah, Alter, spuck mir mal nicht so ins Gesicht. Das ist ja, was ich ja vorhin meinte, wenn da so ein kleiner Hämpfling steht, der dann irgendwie zwar actet, aber dann so, ja, es ist zwar ein Battle, aber keine Gewalt, aber du würdest mich jetzt nicht in der Gasse verprügeln, so, dann spitte das auch bitte nicht so. Das kann man halt eigentlich abkaufen. Aber da muss man halt auch wieder gucken, wenn der eine krass delivert, aber der andere textlich besser war, was sich dann aushebt. Ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Deshalb versuche ich ja auf irgendeinen Punkt damit zu kommen, weil man merkt ja, dass wir in unseren Gedanken auch noch nicht an einem Ziel angekommen sind, wo das so ist, wie wir das haben wollen. Und nur weil wir das so haben wollen, heißt das ja noch lange nicht, dass eine Community das will. Deswegen gibt es ja auch Battles, für mich Sache, unentschieden so sind, so weiß ich meine. So, wo ich ja von Anfang an... Deshalb ist das der Grund, was BRB macht, dass die Möglichkeit besteht. Also für die MCs ist das mit Sicherheit
interessanter, ein eindeutiges Ergebnis oder zumindest ein 3-2 oder sowas zu haben als ein 3-3, weil keiner dann. Dann denken die sich, ey, dann lieber unjudged. Deswegen wäre es da eigentlich auch, wenn ich jetzt, ich kann, man muss ja bei Diltily, muss man ja einen Gewinner küren, aber für mich, das Goyner Vinci Battle wäre für mich auch, wenn ich es jetzt neutral geben müsste und ich dürfte einen Unentschieden geben, dann wäre es für mich auch ein Unentschieden. Der andere hatte lustigere, auch mehr Punchlines, andere Diepe, aber das gleicht sich dann halt auch wieder aus. Aber ich bin halt auch ein Fan, der gerne halt die Punchlines spürt, die unter die Haut gehen. Das war ja beim Anak und Leonidas Battle genau der Fall. Der eine, der baut dann, malt dann Bilder mit seinen Pen-Games-Lines, der andere kommt dann mit Punchline-Geballer. Und wenn es dann halt, wenn es halt ein Draw ist, beispielsweise, auch von, der andere hatte zwar viel mehr Punchlines, der andere hatte die deeperen Punchlines, dann muss man es halt auch von, nicht von der Delivery das Battle ausmachen, sondern halt von, von der Routine, von der selbstsicherer war, der mehr durchgeflowt hat, dann kann sogar ein kleiner Slip-Up kann einen Sieg kosten. Genau, weil wenn es ein Draw ist, dann ist es halt von der Performance abhängig. Ja, und dann ist ja mein Punkt, wo wir vorhin waren, dass du ja nicht einfach in der dritten Runde dann gehst. Genau aus solchen Gründen. Ne, also da kann ja auch ein ganzes Battle gedreht werden. Genau, nur durch sowas. Ne, der eine kann ja die ganze Zeit krasser gewesen sein, aber halt in der dritten Runde einmal kurz, ah shit, und der andere halt nicht. Ne? Und ja. Genau so kann man halt ein Battle entscheiden. Und da ist halt die Frage so, wie kommt man zu einem Punkt, wo man das vernünftig machen kann? Jetzt bei dann sollte, Battle Rap liegen. So, dann ne? Sollte man es ich hab nach eine Idee. Geben. Ich habe nur eine Idee, wie man das vernünftig mit dem Judging-System irgendwie lösen kann. Und das ist, du hast den ganzen Abend lang feste Judges. Ja. Fette, auch meinetwegen, die können fett sein oder dünn, und ist egal. Ne? Aber du hast feste Judges. Meinetwegen auch nur drei, so haben wir das bei diesem Rap Battle Bochum, was wir machen zum Beispiel, genau aus diesem Grund immer gemacht, weil das waren keine Hampelmänner, das waren drei Leute, die kennen sich aus, die haben das selber gemacht, so. die kennen sich im A Cappella Battle Rap aus, die kennen sich im Freestyle Battle aus und die haben wir beides den ganzen Abend lang judgen lassen, aber man muss dazu sagen, das ist halt auch immer nur ein Rhythm Match und ungefähr 16 Leute im Freestyle. Das geht relativ schnell über die Bühne. Wenn du jetzt so ein Event hast wie die BRB, TTT, Diltily, die fetten Events, die gehen über 6, 7, 8, 9 Stunden. Ja. Sag mal irgendwelchen Leuten, jo, du musst jetzt 9 Stunden am Start sein und vernünftige Sachen sagen. Da denkt sich auch jeder, ey, fuck you, Alter, ich will ja auch ein bisschen meinen Spaß haben. Also wie kriegst du das hin? Dann sollten die Leute von vornherein sagen, ich möchte nicht judgen. Ganz einfach, meiner Meinung nach. Also wenn ich beispielsweise weiß, okay, ich gehe auf ein Diltily-Event, wo mich keiner gefragt hat oder keiner zu mir kam, hast du Bock zu judgen oder das Battle, ja, dann kann ich mir auch gerne einen trinken oder einen buffen oder hast du nicht gesehen, dann kann ich den Abend genießen. Aber wenn ich ganz genau weiß, ich muss gleich eine Entscheidung fällen, ich brauche einen klaren Kopf dazu, ich muss die Punchline, ich muss alles verstehen vom Battle und ich kann da nicht taumelnd in der Crowd stehen, dann sollten die Leute auch nicht judgen. Den Punkt sehe ich, aber ich finde, das ist ja trotzdem irgendwie aber fast, schwer, halt, also ne? Fast das heißt, unmöglich umzusetzen oder sogar unzumutbar, Leuten zu sagen, du musst den ganzen Abend jetzt komplett am Start sein, egal wer das ist, ne? Das können ja auch Chartrapper sein oder irgendwelche Leute, die sich sonst gerne einkippen, wenn die das nehmen, aber den ganzen Abend, wow, Alter, ne, das ist halt auch super schwierig. Ja, also wir reden hier nicht über eine Sache, die du mit dem Fingerschnips einfach so lösen kannst. Deshalb sage ich ja, wir philosophieren auch einfach nur ein bisschen über das, was wir eh schon gequatscht haben. Ja, ne? Ich komme nicht auf so einen Endpunkt, wo ich sage, so kann man das auf jeden Fall machen. Das wäre so ungefähr das Wünschenswerte, glaube ich. Ne? Dass du feste Judges hast, die alle in der Materie drinstecken, auf welche Art und Weise auch immer, denen du abkaufst, was die sagen, die das gut begründen. Ja. Aber dann den ganzen Abend lang auch so durchziehen müssen. Und irgendwann ist halt die Luft raus. Ja, klar. Ne? Und dann klar. Ist das halt so. Ja. Also wie kriegt man das dann auf einen Nenner, wo sehr du... sehr schwer. Ne, fast eigentlich unmöglich, sag ich mal. Aber ist halt fast unmöglich. Und dann nochmal darauf zurückzusprechen, hier mit einer richtig krassen dritten Runde. Wenn einer geht und der bringt eine richtig krasse dritte Runde, der kann noch so eine krasse dritte Runde bringen, wenn für mich persönlich schon die ersten und zweiten Runden an den anderen gegangen sind. Klar. Dann kann der noch so eine gute dritte Runde bringen, dann wird das Battle nicht dann gewinnt das Battle nicht. Dann macht man es halt, wie Dr. Dynamic sagt, halt wie. Man muss es halt persönlich, eine persönliche Meinung, persönliches System dazu finden, halt wie beim Boxen. Wenn ich ganz genau weiß, okay, der liegt mit 2 schon vorne, ja, das Battle ist eigentlich schon klar,
Der kann noch so eine zerfickende dritte Runde bringen, ist es trotzdem 2-1. Wenn aber eine Runde halt auf Augenhöhe ist oder vielleicht die anderen zwei Runden aber nur ganz, ganz, ganz knapp an denen gegangen sind, da muss man halt echt abschätzen, wie die dritte Runde halt wie die halt geknallt hat. Und dann muss man halt persönlich noch entscheiden, ob es man wirklich noch das Ruder rumreißt. Wenn wir bei Sportvergleichen sind, also ist ja irgendwie eine in Sportform ausgeartete Subgenre, Kunstform, die da passiert. Ne? Nehmen wir mal Eiskunstlauf. Ist ein Sport, wo das Wort Kunst schon drin ist. Und da wird zum Beispiel, da gibt es knallharte Regeln mit einem Punktesystem. Und ne, die Leute kennen da die Figuren, die gemacht werden sollen. Da wird auch verkackt. Ne? Da gibt es nicht so weit, die Leute vergessen ihren Text oder so. Gibt es da halt nicht. Die legen sich aufs Maul oder halt nicht. Richtig. Und machen direkt weiter. Ja. Und das wird, also da wird die Komplexität der Bewegung und die Umsetzung schon mal bewertet. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du das auf Battle Rap beziehst und hast jetzt einen Reimketten-Massaker-Typen, aber der hat eine nicht so krasse Delivery, kriegt seine Reimkette aber durch, würdest du sagen, yo, technisch astrein, aber die Umsetzung war nicht so krass. Mhm. Ne, dann würdest du dafür, würdest für die Technik 10 Punkte geben, aber für die Umsetzung nur 5 oder so. Ne, aber zerdenkt man das nicht dann so doll, dass man von dem, also ne, gerade Battle Rap ist ja so ein bisschen was auch von Lockerheit und teilweise Spontanität lebt. Also wie detailliert wollen wir das überhaupt? Willst du wirklich jedem da stehen haben mit einem vorgedruckten Bogen, der seine Punkte vergibt? Ich glaube nicht, dass das so das Ziel, obwohl das eigentlich das Fairste wäre, ist das glaube ich nicht das, wo man überhaupt anknüpfen sollte, sondern einfach klar machen sollte, dass man diese Judging, ne, ich schließe mich da selbst nicht aus, also hallo nochmal an das ganze Internet, weil ich in meinen letzten paar Battles immer ein bisschen beleidigt habe oder in meinen Judgings auch. Ne, ich sehe es ja ein, also ich habe ja selber Scheiße begründet zum Teil. Ne? Aber du hast ja beim Eiskunstlaufen hast du ja eine Jury, die halt völlig klar im Kopf ist und nicht besoffen und nicht zugeballert und nicht dicht bis oben hin, sondern die auch wirklich dann wahrscheinlich selber Eiskunstläufer früher waren und die dann wirklich 100.000% Thematik von der Sportart haben. Das ist genauso wie, du kannst nicht einfach, bei einem Frauen-Battle kannst du nicht einfach zwei Frauen judgen lassen, die ja vielleicht mal ein bisschen Battle Rap geguckt haben, nur weil es dann so ein Ausgleich ist, ja, wir müssen ja auch Frauen, kein Hate gegen Frauen, ja, aber dann du kannst keine zwei Frauen judgen lassen, nur weil er jetzt eine Frau battelt, also sorry, also ist ja völlig, ich will auf gar keinen Fall Gender fast aufmachen in der Community, die zu, weiß ich nicht, 90% aus uns besteht, die da einfach ihren besoffenen Scheiß haben. Nee, aber du sollst halt trotzdem, egal ob da jetzt zwei Frauen battlen, sollst dann trotzdem 5 Judges judgen lassen, die wirklich Ahnung von der Thematik haben und nicht einfach nur zwei Frauen jetzt judgen lassen, die halt judgen, weil jetzt halt eine Frau steht. Also das ist für mich völlig, völlig, völlig und, albern. Ey, vielleicht vertut man sich dann auch, ne? Wenn jetzt zum Beispiel Leute, die Chart-Rapper sind, die viel Battle Rap so in ihren Songs gemacht haben, dann judgen lässt, merkst du ja auch schon, dass die nicht diese nerdige Community im Background haben, wie zum Beispiel, ich sag mal, Dilti, die ist da glaube ich am krassesten, so, ne? Das ist sehr nerdig. Da wird jede Zeile auseinandergenommen, manchmal, meiner Meinung nach, zu weit, das geht teilweise zu weit im Forum. Ey, ich glaube, mit der Zeile wollte er das und das sagen und die Leute checken gar nicht, ey, Dicker, ich saß besoffen mit dem Kasten, bei mir hat fucking Battle geschrieben, ich habe mir da nicht viel bei gedacht, ich wollte den anderen Typen beleidigen. Also, die denken teilweise auch ein bisschen zu weit, so, ne, also, ne? Um den Bogen zu spannen, es gibt ja immer noch so, dass im Nachhinein so ein Online-Judging. Ja. Boah, da tue ich mich schwer damit zu sagen, ist das nicht eigentlich das reale Judging? Weil im Endeffekt hat Mainstream auch dazu geführt, dass es so Vergleiche gibt wie Capital Bra hat die Beatles in den Charts überholt. Was ist das für ein schwachsinniger Fuck? So, weißt du? Also wer vergleicht sowas überhaupt? Also, aber da, ne, wie gesagt, also was hältst du von diesen Online-Votings? Wie viel spielen die da noch mit rein? Also wenn das Battle schon entschieden ist, und es gab 5 oder 6 Judges, die das Battle schon live vor Ort gejudged haben und es steht schon ein Ergebnis fest, dann kann man ruhig gerne einen Online-Community-Vote machen. Aber man sollte nicht die Community entscheiden lassen, weil viele haben keine Ahnung von Battle Rap, sorry, aber ist einfach so. Die sprechen mich an, ja, kennst du Cynic, kennst du Jeezy, ja, kenn ich. Ja, zähl mir noch mehr Battle Rapper auf. Ja, das war's dann, die dann bei, ja,
bei der das Battle an den geben, wer zuletzt Huren und so und sagt und sich dabei kaputt lachen, aber eigentlich gar keine Ahnung von der Thematik haben. Finde ich asozial, sag ich mal beispielsweise mit seiner Community. Hat man ja auch da gesehen, auch wieder kein Hate. Aber im Freestyle-Battle gegen Gia, er hätte nicht weiterkommen dürfen. Und dann, wenn das Publikum da entscheidet, die dann, weil dann sagt, ja, ich zieh Koks vom Fliesentisch, yeah, Ost-Berlin, was geht ab, alle rasten aus, das war die letzte, da war nicht mal ein Punch, da war die letzte Zeile und das Voting geht an Finch asozial. Das ist dann für mich, da stehe ich dann wieder da und sage, das kann nicht sein, das ist wieder scheiße. Das kann nicht sein. Also ich meine, im umgekehrten Modus kann man auch drauf scheißen, was die Community sagt. Ne? So, das kann man irgendwie auch so sagen, aber irgendwie hat das ja schon einen Effekt. Also bei manchen Battles denke ich mir so, boah krass, dass diese Online-Community das so anders sieht, als das eigentliche Judging ist. Aber wenn es knapp ist, ist es halt wieder trotzdem in meinen Augen, das sieht man halt immer wieder, es ist halt einfach Gruppierungen, die halt die anderen supporten, mit denen die mehr dicke sind, Homies sind, die dann wirklich dann das Battle an den geben, obwohl es halt auch wenn es ein knappes Ding war, der andere trotzdem, es war ein knappes Ding, aber trotzdem deutlich, hört sich komisch an, so begründe ich auch manchmal, aber es gibt manche Sachen, die sind knapp, aber trotzdem deutlich, das ist einfach so, die dann halt das ganze Battle an den anderen geben und dann mit irgendeiner Scheiße, argumentieren, die eigentlich gar keinen Sinn ergibt, von ganz weit hergeholt, aber wirklich ganz weit hergeholt, die kann man zwar verstehen, aber die sind trotzdem zu weit hergeholt und geben das Battle dann trotzdem an den anderen und deswegen sollte für mich ein Battle online auf jeden Fall nicht entschieden werden. Ganz klar. Ich glaube, wir sind hier an dem Punkt angelangt, wo die Judges hier online die Judges gejudged haben. Ey, wie gesagt, no hate, Alter. Ich habe auch manche Judgings so scheiße gemacht. Der Rosbach ist am Start. Ihr merkt, wir könnten hier 10 Stunden drüber labern. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen jetzt die Philosophie dahinter klar gemacht. Keiner will da wirklich mit dem Zettel den ganzen Abend stehen und diese knallharte Punktesystem durchziehen. Nimmt dem Ganzen, glaube ich, so ein bisschen auch den Flair. Die Lockerheit und das wollen wir ja nicht. Aber dass man Judging, wenn man ein Judge ist, gerade bei Matches für Newcomer, weil für die geht es darum, was zu lernen. Und bei Judgings, die knapp sind, gut zu begründen, ist wichtig und das ernst zu nehmen. Ja. Ich schneide mir eine Scheibe vom Rosbach ab, was das abgeht, versprochen. Willst du noch ein letztes Statement abgeben, Alter? Ja, nochmal zu dem Thema. Von mir aus kann wirklich jeder judgen. Mir ist halt eigentlich scheißegal, ob das ein langjähriger Community-Fan ist und Dilti Ultra Rap-Head-Fan, einer, der vielleicht das zweite Mal auf dem Event ist oder einer, der von mir aus zerstört ist vom Körper, gar nicht mehr anwesend ist. Es geht mir einfach nur darum, wenn ihr judged, dann begründet bitte, warum ihr einen Sieger kürt. Es geht einfach um die Begründung. Und es kotzt mich einfach an, wenn es dann heißt, dieses Nachgeplapper geht mir auf den Sack und dieses ständige Unbegründung, dieses, ja, Delivery, du hast gewonnen. Nein, du kannst, wenn du judged, musst du eine Begründung abgeben, warum du einen Sieger kürst und du kannst nicht ein Statement von 10 Sekunden sagen, eins. Außer wenn es ganz klar ist, kann man es kurz und knackig machen. Dann sagt man, okay, ganz klares Ding, 3-0, krasse Runden, ich bin raus, ciao. Gibt es auch natürlich die Judgings. Aber wenn es halt wirklich ein knappes Ding ist oder halt, wie gesagt, bei Newcomern, dann sollte man wirklich begründen können, warum es einen Sieger gibt und warum es einen Verlierer gibt. Das ist ganz wichtig. So sieht's aus. Proton und Rosbach, Digging Deeper, wir sind draußen. Motherfuckers und Motherfuckerinchen, peace out.